Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 2. Wenn euch jetzt fragt, wieso ich da beim Bett stand und bei der Toilette und ich gerade irgendwo hier, das lag einfach daran, dass ich nochmal alles bisschen spielen durfte, da ich ein Online-Konto mit Windows Live gemacht habe. Jo, ich habe hier mal ein paar Waffen besorgt, wieder ein paar gecraftet, zusammengebaut. Naja, und jetzt müssen wir da die eine Mission machen, wo wir die eine treffen müssen. Dann machen wir das doch mal. Ja, sehen wir mal diesen schönen Ladebildschirm. Den werden wir noch oft ihn sehen. Ja. Gut, wir haben noch 71 Stunden. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, das heißt, nach 71 Stunden, also eigentlich nach 2 Tagen, kommt ja das Militär. Was dann genau passiert, wollte ich gar nicht wissen. Aber auf jeden Fall kann man nachdem weiterspielen, also dann ist das Spiel nicht fertig. Ich werde dann aber trotzdem, ist das Display dann fertig. Und ja. So, wir metzen hier wieder mal ein paar Zombies. Da ist eine Pistole. Die tauschen ja doch gleich mal gegen, ich denke mal, gegen diesen schönen Hut, den wir dieser Frau schenken. Ja, sieht doch schön aus. Ja, auch einfach mal ein bisschen Kopf. Ja, nimm die Handgun. Ja, ich weiß, ich bin leck. Ich weiß, ich bin zum Anknabbern. So, ich bin jetzt einfach Headshot. Gestern haben wir mit jemandem ein bisschen Multiplayer gespielt. Da haben wir ein paar Bosse gekillt. Es gibt ja nämlich auch Bosse. Verrückt gewordene Menschen und schön Kram. Jo, ich behalte die Waffe mal. Das ist so nice. Ja, ja, ich weiß, ich muss sie finden. Und dann habe ich mir ja mal meine Tochter verrecken lassen, beziehungsweise zum Zombie werden lassen. So, hier oben ist er. Ja. Wir ballen den erstmal in den Kopf, wenn wir treffen werden. Ich werde die jetzt einfach mal nicht retten, zwar aus dem einfachen Grund. Ich will mich jetzt hier lieber auf die Hauptstory müssen. Ich werde schon ein paar retten. Wenn ich hier wieder vorbeikomme, werde ich sie retten. Falls sie da noch lebt. Oder schon als Untote hier ein bisschen durchwandelt. Ich mag die Waffe so sehr. Ja, einfach mal in die Fresse. Ja, der hier ist auch im Bein. Echt, und sonst haben sie hier einfach keine Probleme. So. Mit dem lässt sich hier am besten einfach mal durchrushen, nenne ich es mal. So gehen wir einfach durch. American Casino. Americana Casino. Ja, hier können wir auch Geldspielchen machen. Ich habe einmal gemacht, dann habe ich gleich gewonnen das erste Mal. Nachher nie wieder. Naja. Wie lange lassen wir es mal laden? Okay, hier haben wir wohl eine meiner Lieblingswaffe, ein Schwert. Und ihr seht gleich wieso. Zack, genau das. Deswegen. Aber hier mal ein bisschen halbieren. Ich liebe die Waffe so sehr. Es gibt natürlich auch noch das Laserschwert. Ja, treffen müssen wir können. So. Ich freue mich, dass so vielen meinen Let's Play Dead Rising 2 gefällt. Hier auch mal einen Kopf. Da ist nämlich noch ein Schwert, das werden wir nachher benutzen. Ihr hört auch schon hinten die Musik, hier überall Casino und so. Und wir machen kurz einen Cut. So, war gerade meine Mutter. Und jetzt geht's hier weiter. Anfang kurz auf den Kopf. Hier auf den Kopf. Wer Dead Rising 2 hat und mal mit mir gerne spielen will. Kein Problem. Ich werde natürlich mit der Hauptstory spielen, denn das will ich ja mal Display machen. Ich will ja mal nichts spoilern. Ja. Ich bin gerade überlegen, ob wir... Obwohl, ne, die Waffe ist auch gut.
Ah, komm, lassen wir einfach nicht zu. Wie gesagt, wenn ihr mal einfach irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie in die Kommentare, schreibt es einfach. Und hier hat mir jemand auch wieder etwas gezeigt. Und zwar, wenn man hier ein paar Getränke in den Mixer macht, bekommt man irgendeinen speziellen Heiltrank. Entweder muss man davor kotzen, entweder heilt er, man ist eine Zeit lang unverwundbar. Ja. So, einfach mal in die Fresse. Jo, die wir wollen hier auch alle noch spielen, auch wenn sie tot sind. Ach, tot. Jo. Okay, keinen. Es muss wohl, es muss jetzt die Daten überprüfen. Admin 27. Oh, der ist gleich kaputt. Dann benutzen wir den noch gleich mal. Mir einfach mal ein bisschen schön aufzuräumen. Ja, mach ich ein bisschen schneller. Wir warten kurz. So, wir warten noch. Nee, ah, okay, jetzt soll es langsam wieder gehen. Ansonsten sind wir mal in Slow-Mo ein, so mit der Schnetzelt. Jetzt ist wieder. So. Wenn ihr mir irgendwelche Tipps habt, damit das nicht mehr so ruckelt, schreibt mir in die Kommentare. Dann, so, das wollte ich gerade, das einfach noch kurz kaputt machen. So, Platinum Strip. Jo, hier sind die Zombies unten und alles, was dazu gehört. So, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam. Und wir laden. Ja. Bin ein bisschen müde, heute um 12 Uhr aufgestanden, gestern um 4:30 ins Bettchen. Ja, haben Ferien so an sich. So, okay, wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay, nein. Ja, den kann man auch so halbieren. Und ja. Da hat man einen Schock an. Der Chat. Ich muss ihn retten. Ja. Hier ist ein Geschäft. Kommen wir hier. Okay. Ah, okay, ja. Jetzt können wir rein. Okay, die Zombie-Maske können wir kaufen, das ist aber unnötig. Zombrex. Und ich werde angerufen. Ja, ich weiß. Eine Streitaxt, die will ich unbedingt haben. Jo, das ist hier alles. Okay, jetzt haben wir sozusagen den Laden praktisch als das Geschäft. Ich bin jetzt ein Riesen. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Dim, dim. Bam. Und hier holt sein Kopf. Okay, wir sind jetzt hier nur. So, Schnetzel. Dahin sehe ich was zum Fahren, aber... Oh Gott, sind das viele. Ein Molotov-Cocktail wäre jetzt nice. Kann man sich auch machen.
wir uns mal auf den Kopf und dann gehen wir hier rein. Stone City Hotel. So, was kommt jetzt? Noch mehr Zombies, ich denke schon. So, meiner ist bereit. Und es lädt, und es lädt, und es lädt. Oh, ich bin ruhig. Eine Katze. War ja klar, dass sie es nicht ist. You need to pay attention out here, buddy. Thanks. Rebecca Chang, Channel 6 Action News.